Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt, und ich möchte Ihnen in diesem Video meine persönlichen Anmerkungen und Erfahrungen zu den Spätsprechern mitteilen. Wie steige ich in dieses Thema ein? Vielleicht mit der Frage an Sie, wie viele Menschen Sie in Ihrem Umfeld kennen, die gar nicht sprechen? Wahrscheinlich sind es nicht allzu viele. Ich jedenfalls kenne außer meinen schwer entwicklungsgestörten Patienten keinen. Und wie viel kennen Sie, die undeutlich sprechen oder zum Beispiel lispeln? Das werden vielleicht ein paar mehr sein, aber vor 100 Jahren, als es noch keine Logopäden in der großen Zahl wie heute gab, waren es sicher deutlich mehr. Heutzutage werden nämlich Auffälligkeiten der Sprachentwicklung durch die Kindervorsorgeuntersuchungen U6 bis U9 in der Regel erkannt und wenn nötig einer Therapie zugeführt. Eigentlich könnte ich an dieser Stelle aufhören. Das Wichtigste ist gesagt. Aber in der Sprechstunde erlebe ich doch viele Eltern, die sich Sorgen machen, weil ihr Kind nicht so spricht, wie sie sich es wünschen. Bei der Abklärung einer möglichen Sprachentwicklungsstörung ist die erste Frage immer: Hört das Kind überhaupt? Denn ohne die Sprache zu hören, kann ein Kind erstens die Sprache nicht lernen. Und zweitens natürlich auch nicht an einem Gespräch teilnehmen. Und deshalb wird auch nur bei dem geringsten Verdacht auf eine Hörstörung eine entsprechende Untersuchung veranlasst, die das Hörvermögen des Kindes überprüft. Im Alltag können Sie das Hörvermögen Ihres Kindes dadurch prüfen, dass Sie es von hinten leise ansprechen. Also so, dass es nicht sehen kann, dass Sie mit ihm sprechen und es eventuell von den Lippen ablesen könnte. Außerdem muss man das Kind etwas fragen, von dem man weiß, dass es auf jeden Fall reagieren wird, wenn es das hört. Zum Beispiel: Sollen wir ein Buch anschauen oder magst du ein Gummibärchen oder so? Aber natürlich nicht: Magst du mir vielleicht beim Abtrocknen helfen? Eine zweite wichtige Frage ist die nach den Eltern, ob die vielleicht ebenfalls eine Sprachentwicklungsverzögerung hatten als Kind. Weil ein Kind ja auch eine solche Eigenschaft der Eltern übernehmen kann. Und zu wissen, auch die Eltern waren spät dran mit der Sprache, kann schon mal helfen, die verzögerte Sprachentwicklung einzuordnen, zu erklären. Die dritte Frage betrifft die Auswirkungen der Sprachentwicklungsverzögerung. Also hat das Kind Probleme dadurch, zum Beispiel in der Kita oder im Kindergarten? Erlebt es Ablehnung durch die anderen Kinder? Zieht es sich zurück? Wird es aggressiv? Bemerken Sie als Eltern eine psychische Beeinträchtigung? All das sind wichtige Fragen, um die Notwendigkeit einer dringlichen therapeutischen Maßnahme zu erkennen. Die vierte Frage betrifft die möglichen Gründe für eine Sprachentwicklungsverzögerung. Hat das Kind zum Beispiel ein größeres Geschwisterchen, was für ihn das Sprechen übernimmt? Bei meinen eigenen Töchtern war das nämlich so, dass die Ältere für ihre Jüngere sprach, beziehungsweise ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen konnte. So musste meine Zweite nicht selber reden, weil sie jemanden hatte, der alles für sie übernahm. Diese Tochter sprach bis zum dritten Geburtstag eigentlich gar nicht, sondern gab nur Ersatzlaute von sich. Zum Beispiel klang ein Satz bei ihr a a a a a. Ihre Verschwester verstand, was sie wollte, und damit war für die beiden zumindest eine Kommunikation möglich. Auch müssen Eltern oft ihre eigenen Kommunikationsformen überlegen, wenn sie eine Frage dem Kind stellen und ihm nicht ausreichend Zeit geben, darauf zu antworten und die Antwort quasi selbst gleich geben, weil sie zum Beispiel den Gesichtsausdruck des Kindes entsprechend interpretieren, hat das Kind es nicht nötig zu sprechen. Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. Viele Kinder sprechen deshalb schlecht bzw. spät, weil sie es nicht nötig haben, sich zu artikulieren. Und da wir Menschen von Grund auf erstmal eher faul sind, ist einfach so, ja, ist es auch einfach dadurch erklärt. Und nach meiner Erfahrung ist genau das auch der häufigste Grund dafür, dass ein Kind spät spricht. Und dann wiederum gibt es die Kinder, die von morgens bis abends ihre Klappe nicht zubekommen, aber das, was aus ihrem Mund herauskommt, kaum verständlich ist.
Diese Kinder sind auch gar nicht so selten. Und wenn ich dann aber nachfrage, wie das Kind und seine Familie damit klarkommen, dann höre ich meistens die Antwort: ganz gut, irgendwie verstehen wir schon, was das Kind meint und alle sind eigentlich damit zufrieden. Schwierig wird es dann, wenn nicht so Nahestehende sich mit ihrem Kind unterhalten und das Kind eben nicht verstehen können. Dafür habe ich Ihnen mal ein, wie ich finde, schönes Beispielvideo. Au, Daddy, raus! Bei dem Mähdrescher kommt Getreide raus, genau. Und was schneidet der da ab da vorne? Das Gras, oder? Mama, das schneidet hier dann. Der hat eine Grasschneidemaschine dran, aha. Und was macht der Traktor? Macht er doch ein Auto schneiden. Der soll auch Gras schneiden? Ja. Oho, und was macht der Junge da oben? Als Nischhuder. Der fällt nicht runter? Die ist müde. Die Katze ist müde. Na, die schläft noch. Die schläft noch? Ja. Aha, oh nein. Und was passiert denn da hinten? Aber raus. Da kommen die Pferde raus? Ja. Gehen die in den Stall? Ja, die hier, oh, den Stall. Ah, das Pferd ist im Stall. Dieser Junge ist fast 3 Jahre alt und er gehört genau zu dieser Kategorie der Kinder, die zwar sprechen, aber kaum zu verstehen sind. Eigentlich müsste ein Kind mit 3 Jahren schon komplette Sätze deutlich formulieren können. Und dennoch habe ich bei diesem Kind überhaupt keine Sorge, dass es eines Tages deutlich besser und verständlicher sprechen wird. Warum? Sie konnten es in diesem Video schön beobachten. Die Mutter nimmt sich Zeit fürs Buch angucken mit ihm. Sie wiederholt die Antworten in der korrekten Form. Und das mit einer Eselsgeduld. Immer wieder. Eine wichtige Voraussetzung für das Erlernen einer korrekten Sprache. Dieser Junge geht noch nicht in den Kindergarten. Im Alltag versteht die Familie des Jungen, was er meint. Aber spätestens im Kindergarten wird er sich deutlich mehr anstrengen müssen, die Worte richtig auszusprechen, um verstanden zu werden. Und so ist oft nach wenigen Monaten Kindergartenbesuch die Sprache um Welten besser. Dieser Mutter habe ich also Hoffnung gemacht, dass sich seine Sprache bald verbessern wird. Wie kann man darüber hinaus die Sprache eines Kindes fördern? Natürlich durch das Miteinander sprechen und nicht durch das Hören allein. Ich sage das bewusst, weil viele Kinder viel zu viel Zeit vor einem Bildschirm, sei es Fernseher, sei es Handy oder Laptop oder Tablet, verbringen. Davon abgesehen, dass unter 3-Jährige überhaupt keinen Bildschirm benutzen sollten, lernt ein Kind die normale Sprache durch Hören ohne die direkte Kommunikation nicht, beziehungsweise in der falschen Form. So habe ich einmal einen kleinen Patienten gehabt, der in der Teletubby-Sprache sprach. Ernsthaft? Er hörte von morgens bis abends die Teletubbies, weil er von seiner ihn betreuenden Oma den ganzen Tag über vor den Fernseher gesetzt wurde und Teletubbies-Videos am laufenden Band anschaute. Sprache lernen geht auch sehr gut über Musik, das heißt über das Singen von Liedern. Nicht umsonst gibt es so viele Kinderlieder und die meisten Kinder lieben ja auch das Singen, vor allem das gemeinsame Singen. Eine besondere Herausforderung ist das Singen eines Kanons und macht irre Spaß. Und auch Reime und Abzählreime regen das genaue Zuhören, die Sprache und die korrekte Aussprache an. Ich denke, Sie haben die Botschaft dieses Videos verstanden. Wenn ein Kind nicht oder unverständlich spricht, erstmal das Hören überprüfen. Bei den Vorsorgeuntersuchungen wird Ihr Kinderarzt oder Kinderärztin den Sprachstand überprüfen und bei Bedarf die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Aber Sie als Eltern können ganz schön viel tun, die Sprache Ihres Kindes auf die richtige Weise anzuregen.